Ja, servus Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Es stehen mal wieder ein paar Top-Partien an diese Woche und zu diesen Schlüssel-Matchups wollen wir mal wieder die Challenge machen, die es wieder gibt. Als Belohnung für die gesamte Challenge bekommen wir ein Nur-Spieler-Set. Das sind, glaube ich, die man für die Treue in der Web-App bekommt, ganz am Anfang. Wenn man die Vorgängerversion schon gespielt hat, also nicht so ein richtig guter Preis, wenn ich da richtig liege. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal richtig schnell durch hier durch diese Challenges. Ich habe die Mannschaften schon fertig, also. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe die Spieler wirklich alle aus meinem Verein, also alle, die ich gezogen habe, oder ja, eigentlich alle Spieler habe ich gezogen aus diesen Dingern hier. Und die werde ich jetzt einfach mal euch zeigen und. Ja, dann seht ihr immer ungefähr, wie sowas auszusehen hat. Ich glaube nicht, dass ihr die 1 zu 1 nachbauen wollt. Da gibt es sicher einige günstigere Spieler. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Australien gegen Saudi-Arabien. Wir brauchen mindestens 6 Spieler aus Australien und Saudi-Arabien. Wir brauchen eine Team-Gesamtwertung von mindestens 60, was jetzt nicht wirklich schwer sein sollte. Kauft man einfach 6 Saudis. Für was weiß ich, jeweils 150 Coins und dann hat man die Sache eigentlich schon. Team Chemie mindestens 70, sollte kein Problem sein. Meine Mannschaft sieht folgendermaßen aus: Wir haben hier ein paar Australier natürlich drin, 6 Australier sogar. Wir haben auch noch 3 Saudis eingebaut. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber die habe ich gerade so da gehabt. Und einfach irgendeinen England-Verteidiger, den hätten wir jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber wir bekommen auf jeden Fall die 60 Teambewertungen, haben 62 Bewertungen und eine Teamchemie haben wir von 78 und bräuchten eigentlich nur 70. Also, und ihr seht auch hier, die Spieler haben alle, bis auf der Rechtsverteidiger, das grüne Emblem, das heißt, die haben wir alle gezogen. Und dadurch haben sie natürlich auch nochmal ein Kimi mehr. Also, die haben dann alle den Loyalitätsbonus. Und ja, wenn ihr die Spieler nicht im Verein habt, könnt ihr euch natürlich auch einfach ein paar Spieler kaufen aus der saudi-arabischen Liga oder so. Das wird jetzt nicht so teuer sein. Denke ich mal. Der Preis ist ja auch nicht besonders gut. Deswegen würde ich sagen, schicken wir die einfach mal ab. Bekommen 500 Münzen und 2 Premium-Bronze-Sets. Ist nicht der Rede wert. Holen wir uns ab. Danach machen wir weiter mit Italien, Spanien. Dort brauchen wir 3 Spieler aus Italien, mindestens 3 aus. Ja, 3 aus Italien, 3 aus Spanien. Mindestens 3 seltene Spieler. Eine Teamgesamtwertung von mindestens 77. Eine Teamchemie von mindestens 80. Und Spieler im Team 11. Und ihr seht auch schon, wir haben hier eine Mannschaft gebaut. Aus Serie A und der spanischen Liga. Natürlich haben wir auch die zweite spanische Liga hier noch mit drin, mit den 2 Silberspielern und einen Spieler von UNAM. Und ihr seht auch hier wieder, die Spieler hatte ich alle im Verein, also ihr könnt euch da wirklich austoben, könnt jeden beliebigen Spieler eigentlich nehmen, der, ich würde mal sagen, so um die 75 Aufwärtsbewertung hat, weil ihr braucht ja die 77 Teambewertung. Und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein paar gute Spieler reinpackt. Bei mir ist es jetzt Francesco Totti zum Beispiel oder Roberto der Torwart. Und natürlich auch mit den Innenverteidigern habe ich die 77 übertroffen. Und dadurch kommen wir natürlich dann auch schlussendlich auf die Teambewertung von 77. Und ich denke mal, dass auch diese Challenge sollte kein großes Problem sein. Einfach ein paar Spieler aus Spanien und Italien reingehauen. Die Teamchemie muss ja nur 80 betragen, das heißt, macht einfach defensive Italien, zum Beispiel so wie ich, und vorne ein paar Spanier. Gibt es ja einige günstige in Gold, dürften aktuell auch nicht so teuer sein, nehme ich mal an, weil der Preis für die Challenge einfach nicht so gut ist. Und dann würde ich sagen, schicken wir das ab, bekommen 1000 Münzen und ein Premium-Goldspieler-Set. Das ist eigentlich ganz okay. Das Premium-Goldspieler-Set, das nehmen wir mit, dafür, dass unsere Mannschaft eigentlich nichts gekostet hat.
Und gehen weiter zu Kolumbien, Uruguay, die nächste Challenge. Und auch hier ein paar Spieler haben wir uns da gekauft. Zwar aus Uruguay, den habe ich gekauft für 200 Coins irgendwann mal. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil er in der Saudi-Arabischen Liga spielt, genau. Und da die zwei Saudis, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber weil ich hier zwei Uruguayer aus der Saudi-Arabischen Liga habe, habe ich hier einfach mal mit der Saudi-Liga weitergebaut. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber um die 70 Teambewertung zu bekommen, würde ich auf jeden Fall einige Silberspieler in die Mannschaft packen. Und natürlich auch ein paar günstige Goldspieler. Ich glaube jetzt nicht, dass die hier so viel kosten. Ihr seht schon, ich habe einen Innenverteidiger gerade im Tor stehen. Der kostet 400 Coins. Also, das ist wirklich total wurscht, wen ihr da hinstellt. Solange er auf die Bewertung kommt. Und auch der hier dürfte jetzt nicht so viel kosten. Die kosten alle so um die 350. Also, da macht ihr wirklich gar nichts falsch. Kauft ihr einfach die paar Spieler für 350 Coins. Achtet darauf, dass ihr die Bewertung zusammenbekommt und dann könnt ihr auch die Mannschaft wegschicken. Bekommt ein Goldset und wir werden die auch alle gleich aufmachen. Zuerst machen wir aber noch das Niederlande-Frankreich-Team. Hier sind die Anforderungen, dass wir mindestens zwei Spieler aus Holland brauchen, zwei Spieler aus Frankreich, mindestens vier Ligen. Die Spielerqualität muss genau Gold sein, die Teamchemie mindestens 70, also auch das ist nicht sonderlich schwer. Man kann hier einige rote Links haben, wie ihr auch an meiner Mannschaft seht. Und man braucht auf jeden Fall 11 Spieler im Team. Gehen wir mal schnell durch. Wir haben hier zwei Spieler vom selben Verein, das ist Vercoutre und Da Silva. Die dürften auch beide nicht viel kosten. Ja, 500 Coins ungefähr. Und der Torwart. Wahrscheinlich auch so um den Dreh, ja, 350. Dann könnt ihr hier einfach irgendwelche Spieler hinstellen. Braucht auf jeden Fall noch zwei Holländer, die habe ich hier mit dem Hendricks und dem Van Beek. Und da könnt ihr eigentlich alle Holländer, die Gold sind, hinstellen. Auf jeden Fall würde ich keine seltenen Goldspieler verwenden, das wäre einfach Verschwendung für den Preis, den man schlussendlich bekommt. Also nehmt am besten so Non-Rare oder nicht seltene Goldspieler. Und ja, dann habe ich hier nochmal drei Franzosen eingebaut. Rabiot ist zwar ein bisschen teuer, aber den hatte ich gerade im Verein rumliegen und hätte ihn eh nicht verwendet. Deswegen packe ich den einfach mit hier rein. Und da seht ihr auch mal, was die Spieler für eine einzelne Chemie haben. Keiner hat hier wirklich 10 Chemie außer der Torwart und der linke Mittelfeldspieler. Also da packt ihr einfach ein paar Spieler zusammen aus den gleichen Nationen. Sollte auch nicht sehr teuer sein. Ich schätze mal so 4000 kommt man da locker hin. Wenn überhaupt so viel. Und dann würde ich sagen, schicken wir auch diese Mannschaft ab. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was wir in den ganzen Sets bekommen. Wir haben auf jeden Fall die Top-Partien abgeschlossen. Das ging jetzt wirklich ziemlich schnell. Und ich fand, die Challenge war auch total einfach. Und bekommen jetzt hier das Nur-Spieler-Set. Und würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Shop und schauen mal, was wir da bekommen. Wir haben jetzt insgesamt sechs Sets, die wir zu ziehen haben. Da fangen wir gleich mal an mit den Premium-Bronze-Sets. Da haben wir schon mal einen Silberspieler von Hannover 96. Niklas Füllkrug und eine Team-Fitnesskarte kann man immer mal gebrauchen. Packen wir in den Verein. Dann machen wir das Nur-Spieler-Set direkt mal auf. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt und mal schauen, wen wir bekommen. Es ist Davies aus England. 78 Gesamtwertung. Oder 77. Und ja, wenn ihr die England-Spieler zieht, natürlich immer noch gut. Für die englische Challenge, für den Sterling, die ich ja im letzten Video gezeigt habe. Und natürlich jetzt auch für das spanische Team könnt ihr dann auch solche Karten hier loswerden, die eigentlich wahrscheinlich keiner kaufen würde. Und den Rest würde ich sagen, packen wir in den Verein. Der könnte vielleicht noch was wert sein, wobei der ist. Ah, doch, der ist Australien. Schauen wir einfach mal. Sieht ihr mal, der geht für 1200. Den packen wir auch mal drauf.
für die australische Challenge gehen die natürlich immer mal weg und machen jetzt noch das Premium Gold, Premium Gold Set, sage ich schon, Premium Bronze Set natürlich. Da wird nicht wirklich was Besonderes drin sein. So sieht's auch aus. Der hat auf jeden Fall einen sehr, sehr hübschen Bart, würde ich sagen. Und da gehen wir einfach direkt mal weiter. Halten uns hier nicht lange mit den Bronze-Sets auf, kommen jetzt zu den Gold-Sets. Da machen wir einfach mal das 5K-Pack zuerst auf und bekommen einen seltenen Silberspieler, einen seltenen Goldspieler. Das ist richtig gut. Biabiani mit 95 Tempo. Da haben wir richtig Glück gehabt. Da bekommt man ja meistens nicht so was Gutes. Und auch noch einen französischen Innenverteidiger von Atletico. Also das Pack war wirklich gut. Die hauen wir mal in den Verein. Misiroli geht vielleicht auch für ein bisschen was weg. Sieht aber nicht so aus. Stoßen wir ab. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Sets. Machen wir erstmal das Goldspieler-Set. Und hoffen auf einen guten Goldspieler. Und wer wird es sein? Es ist ein Belgier von Porto, De Poitre. Der ist nicht sonderlich gut. Haben wir, glaube ich, auch schon im Verein. Dafür bekommen wir Kimmich und einige gute Spieler noch. Cassio, den ich ja auch schon mal in der Challenge verwendet habe. Kudo kann man natürlich auch gebrauchen für die MLS Challenge. Und die packen wir in den Verein. De Poitre stoßen wir einfach ab. Und kommen zu unserem letzten Pack, dem 7500er Premium. Ach nee, das ist ein Premium Goldspieler Set. Das ist sogar ein 25K Set. Eigentlich richtig gut. Und hoffen wir, dass wir jetzt vielleicht mal einen Inform bekommen. Oder irgendwas Gutes. Wäre auf jeden Fall mal nice. Ist ein Stürmer aus Spanien. Es ist Ruben Castro, 81er Gesamtwertung. Auch nicht so die Bombe, aber ich denke mal, Ziyech ist auf jeden Fall eine richtig gute Karte. Und auch die anderen Spieler können wir, denke ich, für einen guten Preis verkaufen. Wir bekommen hier auch noch einen der schnellsten Spieler im Spiel mit Jürgen Damm, dem Silberspieler, 95 Tempo. Und der ist auch ein bisschen was wert. Und dann würde ich sagen, ist das Video hiermit zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Squad Building Challenges weiterhin sehen wollt. Die letzten kamen ja ziemlich gut an, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und mir machen die natürlich auch richtig viel Spaß, weil man dort natürlich auch seine ganzen Spieler aus dem Verein reinpacken kann, wenn man welche hat. Oder auch mal sich selber seine Mannschaften zusammenstellen muss und ein bisschen überlegen muss. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den nächsten Videos auch wieder reinschaut. Und dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules, haut rein.